Ihr Name stünde jeder Operndiva zu Gesicht. Katharina Maria Kagel. Gerade in der melancholischen Jahreszeit liebt sie die Spaziergänge durch ihr malerisches Dorf, Großensee in Schleswig-Holstein. Hell und ganz persönlich eingerichtet ist die Dachgeschosswohnung der studierten Opernsängerin. Nach der Gesangsausbildung hat sich Katharina bewusst gegen die Opernbühnen dieser Welt entschieden. Sie will frei sein, ihre Musikprogramme selbst zusammenstellen. Musik einfach leben und ausleben. Das geht nicht ohne Engagements bei Beerdigungen. Gruftmucke bringt ordentlich Kohle, sagt sie, augenzwinkernd. So berührt sie Menschen. Zum Glück muss ja ein Opernsänger nicht so begnadet Klavier spielen können. Bei mir reicht das dazu, meine Schüler zu begleiten. Und vor allen Dingen, das ist ja das Wichtige, die wollen ja singen lernen bei mir und nicht Klavier spielen. Und ich erzähle ihnen oder bringe ihnen einfach näher, dass eine Opernsängerin nicht immer so eine verstaubte Diva auf einem Silbertablett sein muss. Ihr Probenbegleitermischling Trine Margarete von Dänemark wird von Frauchens gewaltigen Stimmübungen mittlerweile in den Schlaf gesungen. Das Herz der 39-Jährigen gehört dem Nachwuchs. Also ich möchte auf jeden Fall noch viel mehr junge Leute motivieren und begeistern für die Oper und für alles, was damit zusammenhängt. Also von Rock bis Coveroper, so wie David Garrett das auch macht. Und man kann ja das trotzdem professionell und gut machen. Und der Markt, der ist so engstirnig und ich würde das gerne auch alles moderieren und Konferenz machen. So wie zum Beispiel auch Barbara Schöneberger. Das finde ich toll. Mit derselben Leidenschaft, die Katharina für Musik empfindet, kocht sie auch. Trotz Stipendiums der Wagner-Stiftung, die ihre gewaltige Stimme zu schätzen wusste, ist ihre Küche leicht und mediterran. Gerne kocht sie Spanisch, liebt jede Art von Gewürzen und scheut kein Experiment. Veränderung ist schon fast ihr Lebensmotto. Und so gibt es zur Mozzarella zusätzlich süße Ananas. Also ich bin ja der totale Fan der mediterranen Küche. Ich weiß nicht mal, was ein Eisbein ist, also Norddeutsch und Deutsch und überhaupt die Küche. Für mich muss das immer alles sinnlich, duftend, herrlich, lecker sein. Ein letzter Strich für den abendlichen Live-Auftritt. Mitten im Genießerparadies hat sie mit ihren musikalischen Begleitern eine Bühne aufgebaut. Ein ungewöhnliches Programm. Klassiker und Gassenhauer. Gewürzt mit pfiffigen Sprüchen, so gewinnt sie das Publikum im Handumdrehen für sich und ihre Musik. So vielfältig wie ihr Repertoire ist ihr heutiges Menü. Ohne einen guten Koch Wein geht sie nie aus dem Haus. Katharina ist positiv und spanisch energiegeladen. Die Zutaten hat sie hier als Gage mitbekommen und wir freuen uns auf spannende spanische Kleinigkeiten. Olé. Tapas à la Kagel.